47 Länderspiele. Wie Bild berichtet, ist der ehemalige Fußballspieler Jörg Stübner gestorben. Die Todesursache sei nicht bekannt. Er wurde 53 Jahre alt. Quelle: Saat.1. Dynamo Dresden trauert um eine Vereinslegende, Jörg Stübner ist tot. Der Mittelfeldspieler prägte die SG über viele Jahre, bis zum tragischen Absturz. Die ostdeutsche Fußballlegende Jörg Stübner ist tot. Die Bild berichtet, Stübner sei am Montag im Alter von 53 Jahren in seinem langjährigen Wohnort Dresden-Prohlis gestorben. Die Todesursache sei noch unbekannt. Stübner ist eine Club-Ikone von Dynamo Dresden, spielte von 1983 bis 1993 für die Profis der SG, war schon davor 4 Jahre in den Jugendmannschaften der Sachsen aktivieren. In insgesamt 203 Einsätzen für Dresden erzielte der Mittelfeldspieler 15 Tore. Stübner war auch Teil der Mannschaft, die sich für die Bundesliga-Saison 1991-92 qualifizierte, stand im Oberhaus 5-mal auf dem Platz. Für die Nationalmannschaft der DDR absolvierte Stübner 47 Einsätze, ein Tor, minus unter anderem das letzte Länderspiel der DDR-Geschichte am 12. September 1990 in Belgien. Beim 2:0-Erfolg spielte Stübner an der Seite späterer Stars wie Matthias Sammer, der beide Tore erzielte, Darius Zwoste oder Uwe Rösler. Stübner selbst gelang der große Durchbruch nach der Wende jedoch nicht. Nach dem Abschied aus Dresden 1993 kam er nur noch für Sachsen-Leipzig, 6 Spiele, ein Tor, und 1994 beim FC Neubrandenburg zum Einsatz. Nach einem Spiel dort endete Stübners Karriere früh. In der Folge soll das einstige Talent unter Alkoholproblemen gelitten haben. "Ich bin unendlich traurig, kann es noch gar nicht fassen", zitiert die Bild-Bundesliga-Ikone Ulf Kerstin, früher Teamkollege Stübners bei Dynamo. "Wir hatten die Hoffnung, dass er sich nach den schweren letzten Jahren wieder zurück ins Leben kämpft, haben versucht, ihm dabei zu helfen." Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community-Team.